Möchtest du vielleicht mal kosten? Aufgepasst! Gleich hüpfen die Gummibären zu euch nach Hause. Das ist einfach toll! Was ist jetzt los? Schnell, fangt sie ein, sie darf uns nicht entkommen! Bleibt dran und lasst euch von eurer Gummibärenbande verzaubern. Sein Name ist ganz einfach. Ich bin E-Rock. Ich bin Cory. Cory Baxter. Woher kennst du meinen Namen? Cory Baxter? Wer ist dieser Cory? Einfach Cory. Die neue Serie. Am 24. März, 20 Uhr. Ja, Mann. Zoom. Die Film-News. Die geheimnisvolle und fantastische Geschichte von Terabithia beginnt mit dem Auftauchen von Leslie Burke. Guten Morgen, Kinder. Mrs. Myers, das ist Leslie Burke, Ihre neue Schülerin. Leslie, willkommen in Luck Creek. Danke. Jess, bis dahin eher ein Einzelgänger, ist von der außergewöhnlichen Leslie fasziniert. Sie werden schnell Freunde, denn eines verbindet sie, das Reich der Fantasie. Ich bin noch nie getaucht. Ich kann gar nicht tauchen. Der Aufsatz war gelogen? Nein, ich hab's mir ausgedacht. Das hat mit Lügen nichts zu tun. Immer wenn du was zeichnest, musst du das alles gesehen haben? Nein, aber... Hey, da hängt ein Seil! Das Seil erweist sich als Weg in ein magisches Land, in dem Jess und Leslie all ihre Träume wahr werden lassen. Wie nennen wir dieses Land? Terabithia. Die Brücke nach Terabithia ist die Verfilmung des erfolgreichen Romans von Catherine Patterson, die der Verfilmung erst skeptisch gegenüberstand. Ich hatte Angst, dass wenn das Buch verfilmt wird, vor allem bei einem Film mit Special Effects, dass die Geschichte der Freundschaft zwischen Jess und Leslie zu kurz kommt. Die Geschichte von zwei Freunden, die ein Königreich aus ihrer Fantasie erschaffen. Aber ich finde, der Regisseur, der Kameramann und vor allem die Schauspieler haben sehr eindrucksvoll gezeigt, dass Terabithia das Produkt der Vorstellungskraft zweier Kinder ist. In diesem Land sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und so begegnen Jess und Leslie außergewöhnlichen Kreaturen, großen Gefahren und Helfern in der Not. Wo sind die terabithianischen Krieger, wenn man sie braucht? Keine Ahnung. Na toll, jetzt sind wir schon zu dritt. Gleichgewicht hergestellt. Die Geschichte von Terabithia ist die Geschichte einer fantastischen Welt, in der alles möglich ist. Aber vor allem ist es die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Die Brücke nach Terabithia könnt ihr im Kino sehen.